Willkommen zur fortgeschrittenen Dingens mit mir und Cakewalk. Heute fangen wir mit unserer fortgeschrittenen Serie an. Und da wird es jetzt heute viel mehr um Theorie gehen, beziehungsweise für euch, wie ihr am besten rangeht, damit ihr mit Cakewalk besser werdet und auch mit dem Abmischen besser werdet. Da könnt ihr jetzt von meiner jahrelangen Erfahrung profitieren. Und deswegen holt euch jetzt was zum Trinken, einen Kaffee oder einen Tee und hört seinem Onkel Andi zu, was er so ist für euch zum Verzählen heute. Nur müsst ihr noch einen Kaffee holen. So, sind wir wieder da. Der ist jetzt zwar schon kalt, aber kalter Kaffee macht schön und ich weiß, ich trinke ihn noch nicht lange. Ja, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier, Cakewalk. Wir hatten ja schon unsere Einsteigerserie und da habe ich euch schon viele Sachen gezeigt, aber wir haben ja nur die Oberfläche angekratzt. Damit auch ihr euch alle weiterentwickelt, haben wir jetzt hier mal Sachen, die ihr jetzt von Anfang an oder spätestens ab jetzt beherzigen solltet, damit ihr auch weiterkommt. Daher und auch mit eurer Musik. Und zwar ist das schon, sagen wir beim ersten, und zwar dranbleiben. Wenn es euch möglich ist, dass ihr jeden Tag ein bisschen mit Cakewalk arbeitet, auch ein bisschen rumprobiert, es ist genau wie beim Instrument. Wenn ich da nicht dranbleibe, wird das nichts und werdet ihr auch nie besser werden. Und gebt auch nicht gleich am Anfang einen Haufen Kohle aus. Weil ich kenne es selber, man hat die Begeisterung und Euphorie. Oh, ich lerne jetzt halt, wie man mit der DAW eigene Musik aufnimmt. Und dann muss man das kaufen und dann muss man das kaufen und dann muss man das kaufen. Ich habe ja schon ein Video für euch gemacht für ein sehr, sehr günstiges Hardware-Starter-Set. Aber trotzdem, schaut es doch erst einmal, ist das auch was langfristig was für euch? Und wenn ihr dann immer noch sagt, boah, das ist genau mein Ding, danach habe ich immer gesucht, dann holt euch ruhig mal ein gescheites Equipment. Ja? Muss ja nicht teuer sein, aber probiert da ruhig ein bisschen aus. Cakewalk läuft sogar auf meiner 15 Jahre alten Kiste. Und auch mit einer Onboard-Soundkarte zur Not. Es geht ja am Anfang ums Ausprobieren. Vielleicht kennst du ja gar nicht singen. Ganz kurz zwischendurch, wenn euch meine Videos gefallen, dann liked diese, abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke. Und weil jetzt schon ein paar Leute von euch angefragt haben, habe ich jetzt was Neues für euch. Ich helfe euch natürlich immer gern in den Kommentaren oder per E-Mail. Manche Leute von euch wollen aber dann doch, dass man sie mal eine Stunde zusammensetzt oder auch länger und einfach die ganzen Fragen durchgeht, die man hat. Und dafür habe ich jetzt was für euch. Da könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.labern.de. Und dann gibt es hier, den Link habe ich auch in der Beschreibung, könnt ihr auch hier eine Stunde mit mir buchen, so ein privates One-on-One. Und da beantworte ich dann, so gut es geht, all eure Cakewalk und Mixing und Release Fragen. Aber jetzt machen wir weiter. Fehler sind die allerbesten Lehrer. Habt keine Angst davor, Fehler zu machen. Es ist auch etwas, was ich lange Zeit falsch gemacht habe, dass ich immer gemeint habe, es muss immer alles perfekt sein. Mein erster Song, den ich abmische, muss perfekt sein. Mein erster Take, den ich aufnehme, muss perfekt sein. Nein, es ist genau das Gegenteil der Fall. Umso mehr Scheiße ihr baut, umso mehr lernt ihr dabei. So geht es zumindest mir. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber meiner Erfahrung nach, immer dann, wenn ich richtig grob Scheiße gebaut habe, das war für mich so ein Reminder, okay, so darfst du das auf keinen Fall mehr machen. Und vor allem, wer nicht bereit dazu ist, Fehler zu machen oder anders gesagt, Angst hat, Fehler zu machen, kann auch viele Chancen verpassen. Weil oft ist es auch so, dass man sich nur denkt, oh, das ist voll schwierig, das zu machen. Hatte ich auch schon so oft, ob es jetzt beim Aufnehmen ist, beim Release oder bei der Planung, wo Andys Brain dachte, ja, das macht man so und so und dann haut es auf alle Fälle hier. Und dann lief es anders wie gedacht. Gut, dann Chips verkackt. Und dann sind aber ein paar Sachen rausgekommen, wo ich mir dachte, hey, das ist doch nicht so schlecht gelaufen, wie ich dachte, dass es läuft. Probiert es also ruhig aus, habt keine Angst vor Fehlern und wenn ihr auf die Fresse fliegt, aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Hinhören und nicht hinglotzen. Verlasst euch beim Aufnehmen und Abmischen immer auf die hier und nicht auf die hier.
Viele werden jetzt denken, ja, der Andi, ja, natürlich habe ich Ohren und ich höre mir das natürlich äußerst genau. Ich rede aber davon, vor allem bei der Verwendung von modernen Plugins. Die sind ja unglaublich visuell. Da blinkt, da sehe ich Frequenzverlaufkurven, Zeiger, die ausschlagen oder Lichter, die blinken. Und dieses Klicki-Bunti ist ja eigentlich was ganz was Schönes. Aber es hat einen entscheidenden Nachteil. Und mir geht's da oft genauso. Ich muss mich da selber wieder dran erinnern. Ich muss abmischen an dem, was ich höre und nicht, was mir mein Plugin anzeigt. Nehmen wir mal als Beispiel hier diesen Limiter, diesen CA2A. Und dann mischt man den mit dazu und ich bin so oft versucht, dass ich dann auf diesen scheiß Limiter starre, wie jetzt dieser Meter ausschlockt. Und wenn er optisch für mich schön ausschaut, dann lass ihn so. Und das ist genau falsch. Ja? Ich muss am besten, wohnt es euch auch, jetzt mit der Maus auf den Regler, den ihr für arbeiten wollt, macht die Augen zu und dann dreht am Regler und dann hört genau hin, was passiert und nicht gucken, was passiert. Apropos Plugins, lasst euch von denen nicht verarschen. Die haben nämlich mit uns total leichtes Spiel. So gut wie jedes Plugin macht das Signal nach der Verarbeitung lauter, wenn auch nur ein bisschen. Und lauter empfinden wir immer als geiler. Also zumindest unsere Ohren. Allein schon unsere Psyche, weil wir ein Plugin einfügen, bei dem der Hersteller verspricht, es macht deinen Sound viel geiler, empfinden wir ihn auch gleichzeitig als geiler. Aber ist das jetzt wirklich so? Mach doch selber mal einen Test. Jetzt so ein Plugin in eure Signalkette einfügen und jetzt ist dann wie gewohnt bearbeiten. Und danach macht ihr nochmal ein Gain Staging, macht ihr den Output von dem Plugin, setzt so weit runter von der Lautstärke, dass es genauso laut ist wie das Signal ohne den Plugin. Und dann macht man wieder unseren Blindtest. Das heißt, mit der Maus auf den Bypass oder einen Ausschalter, Augen zu, ein paar Mal klicken, bis wir nicht wissen, ist jetzt das Plugin an oder aus. Und dann hören wir hin und machen ganz objektiv mit unseren Ohren einfach vergleichen, nach welchem Klick der Sound geiler klingt. Und oft, also mir geht es oft so, oft ist es so, du machst die Augen auf und sagst, fuck, das Plugin ist ja deaktiviert. Also lauter ist nicht gleich besser. Gehör trainieren. Ihr könnt eure Ohren daraufhin konditionieren, dass ihr über- oder unterbetonte Frequenzbereiche in einem Signal erkennen und auch beim Namen nennen könnt. Heute geht es natürlich alles mit entsprechender Software. Ich nutze dafür Train Your Ears. Ich werde nicht gesponsert von dieser Firma. Ich nutze die Software nur schon seit, ich glaube, fast 8 Jahren oder so. Und im Endeffekt wird dir da spielerisch eine Gehörbildung reingepresst. Du kannst dir entweder eigene Audiodatei oder du kannst mit einem normalen weißen oder pinken Rauschen arbeiten. Die Software bringt dir dann spielerisch bei, welche Frequenzbereiche wie klingen. Und somit kannst du auch zum Beispiel mit Audiodateien oder mit einem pinken oder weißen Rauschen hier Gehörtraining machen. Und dieses Gehörtraining ist total praktisch, weil ich dann später bei Aufnahmen oder Mix dann sofort höre, oh, da klingt irgendwas unterbetont und ich weiß genau, das sind jetzt 500 Hertz. Es gibt natürlich 1000 andere verschiedene Arten, sein Gehör zu bilden und zu trainieren. Da dürft ihr ruhig eure eigenen Wege gehen. Schadet auf alle Fälle nicht, wenn ihr es macht. Referenzen. Scheut euch nicht davor, eure Mixe beim Abmischen mit Nummer 1 Hits zu vergleichen. Das ist überhaupt nichts Tragisches und überhaupt nichts Verwerfliches, weil ihr möchtet ja auch mal lernen, wie zum Beispiel die Lautstärkenverhältnisse bei Profimischungen sind, wie viel Hallanteil das da drin ist, wie wird die Stimme bearbeitet. Nehmt also da ruhig mal einen Track und zirkt den in die Cakewalk mit rein und macht ihn dabei aber mindestens 6 dB leiser, weil der Track ist ja dann schon fertig gemastert und oft mit maximaler Lautheit. Und das hetzt ihr das natürlich überhaupt nicht durch. Und wie wir vorher gesagt haben, lauter klingt immer geiler. Der Kaffee ist schon wieder gut.
Ja, weiter geht's dann im zweiten Teil hier, sobald ich ihn online habe. Und drunter gibt's wie immer ein Video zum Chillen. Am 1.4. kommt ein neuer Song von uns törichten Jungs raus. Und den findet ihr dann hier. Und bis dahin gibt's ein anderes Video. Abonniert vergessen. Und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauch, und Servus.